Wie bewerten Sie die Löschung der YouTube-Kanäle RT.de und der fehlende Part? Ich finde das äußerst bedauerlich, dass mit derartigen Maßnahmen gegen RT vorgegangen wird. Das ist in gewisser Weise nicht etwas ganz Neues, aber hat doch eine neue Qualität. Sollte Russland Ihrer Meinung nach auf diese Entwicklung in Deutschland reagieren, auch wenn YouTube ein US-amerikanisches Unternehmen ist? Und wenn ja, wie? Ja, das ist die schwierige Frage. Mit welcher Maßnahme? Die Reziprozität ist bekanntlich der Motor aller Beziehungen, vor allem der internationalen Beziehungen. Und jetzt ist es aber schwierig, in einer solchen Phase die richtige Retorsion, also das wäre der völkerrechtliche Ausdruck dafür, zu verwenden. Weil, wie Sie richtig in Ihrer Frage anmerken, YouTube ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Ich habe heute die Auseinandersetzung ein bisschen verfolgt. Es geht auch um den Status von Journalisten. Aber es ist wirklich ein schwieriges Unterfangen. Und es liegt nicht an mir, jetzt hier Ratschläge zu erteilen, aber welche Maßnahmen man setzt. Medienlandschaft als solche eignet sich meines Erachtens nicht wirklich für eine Auseinandersetzung, auch wenn wir wissen, dass natürlich bei Konflikten die Medien auch als solche verwendet werden. Wird Ihrer Meinung nach der Druck auf RT.de weiter zunehmen? Der Druck ist schon die längste Zeit da und ich sehe ja in gewisser Weise auch indirekt die Attacken, die auch ich als jemand, der auf Artikelbasis für RT International, RT Deutsch, aber auch RT Arabisch immer wieder Interviews gebe, Kommentare schreibe. Auch ich bin, und ich nehme an, das gilt auch für vielleicht andere Autoren, man ist dann auch gewissen Anfeindungen ausgesetzt, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Weil ich frage mich, ob diejenigen, die diese Attacken reiten, wirklich die Berichterstattung mitverfolgen, die RT, egal jetzt in welcher Sprache, ob der deutsche Sender, ob der arabische, ob der englischsprachige, der internationale, tätigen, egal ob das jetzt Konflikte im Nahen Osten sind oder größere internationale Fragen wie die Pandemie und andere Themen. Hier sind die Berichte, die man auf RT, egal eben in welcher Sprache, mitverfolgen kann, einfach eine andere, eine weitere Sichtweise. Und das muss in einer pluralistischen Gesellschaft, die wir ja alle als solche für uns beanspruchen, möglich sein. Sie schreiben selbst Gastkommentare für RT und geben hier auch des Öfteren Interviews. Wie waren Ihre bisherigen Erfahrungen mit dem Sender? Ich habe im Jahr 2019 immer wieder Interviews für RT gegeben und seit Mai 2020 schreibe ich auf einer relativ regelmäßigen Basis Texte zu Energiefragen, zum Nahen Osten, zur Mobilität. Und ich kenne eigentlich keine Redaktionen im Deutschen.